Und ich höre gerade, wir haben jetzt Innenminister Karl Nehammer via Skype bei uns, glaube ich, oder am Telefon. Guten Abend, Herr Innenminister. Guten Abend. Herr Innenminister, was können Sie uns denn über den derzeitigen Stand Ihrer Informationen sagen? Derzeit kann ich bestätigen, dass wir von einem augenscheinlichen Terroranschlag ausgehen. Ausgangspunkt war hier die Seitenstettengasse. Der Angriff läuft noch immer. Es ist jetzt derzeit ein Großeinsatz in Wien von Polizeispezialeinsatzkräften Cobra und Vega im Gange und bin gerade im Führungsstab gemeinsam mit dem Bundeskanzler, um hier ein Lagebild auch aktualisiert ständig zu erhalten. Wissen Sie, um wie viele Täter es sich handelt? Wissen Sie schon in irgendeiner Weise, gegen wen sich dieser Angriff gerichtet hat? Ist es ein Amoklauf? Gab es ein konkretes Ziel? Derzeit gehen wir von mehreren Tätern aus. Es gibt leider auch mehrere Verletzte, wahrscheinlich auch Tote. Die Täter haben Langwaffen verwendet, damit auch eine besondere Gefährlichkeit damit erzeugt. Mein Appell, und das möchte ich jetzt gleich nutzen, Herr Wolf, ist an die Bevölkerung. Bitte, die, die zu Hause sind, sollen zu Hause bleiben. Dort, wo man ist, bleiben und wenn nach Möglichkeit, wenn man sich draußen befindet, zum Beispiel in einem Lokal, im Gastgarten, das Innere des Restaurants oder des Lokals aufsuchen. Bitte vermeiden Sie jetzt öffentliche Plätze. Die Polizei, die Cobra, die Vega, die Spezialeinheiten arbeiten mit Hochdruck daran, die Situation zu klären und die Täter auszuschalten. Derzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und wir bitten um das Verständnis, dass wir noch nicht mehr Informationen jetzt zur Verfügung haben. Haben Sie eine Vorstellung, um wie viele Täter es sich handelt? Wir gehen jetzt derzeit von mehreren Tätern aus und genaue Anzahl kann man noch nicht nennen. Daher jetzt die massiven Bemühungen der Spezialeinsatzkräfte, um hier rasch Klarheit zu erlangen. Können Sie bestätigen, dass es mehrere Todesopfer unter Passanten gegeben hat? Ich kann Ihnen bestätigen, dass es mehrere Verletzte gegeben hat und wahrscheinlich auch Tote darunter sind. Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, twittert gerade, laut Polizei würde es jetzt auch eine Geiselnahme geben in Wien. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ich bitte um Verständnis. Wir befinden uns hier mitten in einem augenscheinlichen Terroranschlag mit einer dynamischen Lageentwicklung. Ich bitte auch, alle Informationen, die derzeit kursieren, sind nur verifizierbar, wenn sie tatsächlich aus dem BMI stammen. Und bitte daher auch um Verständnis, dass ich mich jetzt wieder zurückbegebe in den Einsatzstab, um ein aktualisiertes Lagebild zu erhalten. Vielen Dank für diese Informationen, Herr Innenminister, und Ihnen und Ihren Beamten alles Gute für die nächsten Stunden.